Da muss ich Strom, mit Strom ausstatten, die ganze Geschichte hier. Geld habe ich noch 6000. Ich mache nämlich im Moment ein bisschen Minus. Wo ist mit ihm denn? Wo willst du denn den hinführen? Oh, muss natürlich hier auch. Oh. Was ist da los? Oh, hier, der haut gegen seine Zellenwand. Was rastest du so aus? Er will ausbrechen. Oh, er macht die kaputt ein bisschen, die Jail Door. Der Zaun war nicht fertig, stimmt. Es haut ihn noch eine. Jetzt hier. Bam. Er ist ein bisschen verletzt, na und? Das muss jetzt auch noch repariert werden. Das kostet natürlich dann auch immer Geld, ne? Mach in den Knast für weitere Aufstände, genau. So, hier kommen dann die neuen Zellen hin. Ja. Ne, da geht keine mehr. So. Hier passt leider auch keine mehr. Nee. Oh, doch, doch, doch. Dann mache ich hier welche hin. Das sollte gehen. Nee, geht leider nicht. Wegen der Wand, die ich daneben bauen muss. Schade. Ich muss hier unten auch wieder so welche bauen. Komm, eine Luxus. Eine super duper Luxuszelle wird das hier unten. Okay, Wand. Und jetzt hier noch sowas. So. Und hier kommt die Luxuszelle hin. Mit hier der Tür. Dusche haben die da oben. So, jetzt kommen noch die Objekte hin. Prisoners kommen in 3 Stunden. Hab gern Platz für alle. Alles okay, alles okay. So, Betten. Da ist ein Bett hier hin. Ja, kriegt das so hier. Ja, genauso wie er. Der Rest kriegt das hier. Schön Einheitsstyle. Kupiknass Einheitsstyle hier. Lokus brauchen wir natürlich auch. Ich habe noch 800 Credits. So, ich muss jetzt kurz warten. Ich habe kein Geld mehr. Oh, ich brauche die neuen Knastis, sonst bin ich ja bald bankrott. Ach so, okay. Das ist rumgepackt. Bin ständig gefangen, sterben. Ja, das kann sein, MRIs. Doch, doch. Ich habe Dankenstation hier hinten. Also die ist auch für alles ist die. Die ist so eine... Dankeschön, Antibyte. Die ist so eine Universalkrankenstation, das heißt, da kommen Gefangene hin, da kommen Polizisten hin. Die Ärzte laufen manchmal rum und heilen, meine Leute. So, 1 Stunde noch bis zur neuen Gefangenen. Hier unten wird schon die Zellen, wir werden schon erweitern. Oh, da sind Algen in der Dusche. Braucht man langsam aber sicher auch nochmal. Neue. Ah, Quatsch, einen Typen, der... Was habe ich denn schon? Okay, Maintenance. Foreman Clone, Groundkeeping, Prison Labor. Okay, das muss ich gleich mal gucken. Oh, ist schon in Progress, okay. Hä, komisch, ich habe doch gar nicht genug Geld dafür. Achso, deswegen geht's auch nicht runter. Genau. Oh, direkt Action. Was mit ihm? Er haut auf sein Bett. Was hast du gegen dein Bett, Kollege? Jake Smokey Swanes. Swanes in Indian Regarded as a nothing but a pretty pity criminal. However, he seems to have the supernatural ability to convince those around him that arson is a good idea.
was therefore recently 25 years as a master criminal. Arson. Was ist denn Arson? Er sagt, er ist nicht schuldig. 24 Jahre hat er auf dem Buckel jetzt. Arson? Was ist das? Nette Dusche. Eine neue Dusche statt sauber zu machen. Mensch, das kommt noch. Das kommt noch. Gut, hier ist auch ein bisschen Algen. Bisschen ekelhaft vielleicht. Okay, ich bin wieder im Plus. 24 von 36 Prisoners. 4 in Lockdown. Okay, die sind eingeschlossen. Lockdown. Ich glaube, es ist so eine nicht ganz einzelhafte Stufe. Wenn man in Lockdown kommt als Prisoner. Wird einfach eingeschlossen. Man kriegt hier keine Free... Man kriegt hier keine Freizeit. Wie die anderen, die jetzt hier lieb waren, die keinen Unfug gemacht haben, die schön auf dem Hof rumspielen können jetzt hier. Mmh. Danke. Also, alles klar. Arson war, ist wohl Brandstiftung. Chunil, sei doch nicht so bösartig. Das läuft doch hier. Alles im Griff. Prisoners kriegen zu essen. Alle sind glücklich. Das wird noch in die Hose gehen, denke ich auch. Oh, ich habe auch kein Geld für Wasseranschluss. Okay, 8 Prisoners, da haben wir auch noch Platz für. Ach, genau, Victor. Psychiater hat er schon, hilft also nicht. Ja, genau, kann ich mal gucken hier. Needs, da. Was denn so am meisten gebraucht wird? Food, okay. Also Medium, High, Critical, zum Beispiel Recreation. Das ist, glaube ich, Family und Recreation. Family kann ich mir schon denken, aber Recreation, was ist das? Also Beschäftigung wahrscheinlich, ne? Genau, 5 Minuten ist dieses Game hier noch für 17 Euro noch was im Steam Sale. Also schlagt zu, wenn ihr euch das jetzt überzeugt hat hier, der Stream. Ich brauch Kohle. Da, er ist released, der Prisoner. Er hat 5 Jahre abgesessen. So, erstmal schön brav hier. Alles gut. Hier sind die Außenseiter oben, die müssen hier oben essen. Hier sind die Kings. Die Kings, die am Tisch sitzen dürfen. Ja, Schako, guten Hunger auf jeden Fall. Keine Kohle. Ich habe schon Zeit beschleunigt. Für 30 Euro möchte ich keinen Gefangenen zu benennen. Wenn ihr wollt. Genau, richtig. Richtig, also ihr könnt das Game natürlich auch noch weiter unterstützen, da gibt es verschiedene Level noch auf der Webseite des Entwicklers, das stimmt. Danke für die Info, Lugolo. Und wenn ihr 30 bezahlt, dann genau, könnt ihr euch einen eigenen Gefangenen erstellen, der dann hier irgendwie zufällig im Game auftaucht mit einer eigenen Biografie und sowas alles. Genau. So, so langsam. Okay, haben irgendwie komischerweise nicht alle zu essen gekriegt. Habe ich irgendwie... Fehlt mir irgendwas? Warte mal. Ne, ich habe einen Chief. 5 Köche. 2 Doktoren. 10 Guards. 8 Arbeiter. Ich glaube, ich brauche nicht 8 Arbeiter, oder? 3-mal gefeuert. 5 Arbeiter reichen. Kriege ich auch ein bisschen mehr Kohle. Kostet nämlich Geld. Dafür ist er da. Stimmt, ich habe nur 4 Kochplatten. Brauchen die mehr Kochplatten? Die eine wird hier gar nicht benutzt irgendwie. Das gibt schon ein paar Tage, Duke. Gibt schon ein paar Tage. Ist im Moment immer noch in Alpha-Version. Aber wie gesagt, das gibt schon ein paar Tage. Mich nervt das hier, dass diese... Ach so, halt, okay, funktioniert doch. Ich hoffe hier nicht. To do. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht, doch nicht. Hör auf, nein, er baut's ab. So rum.
Kaplan ist falsch aufgestellt. Oder auch nicht. Nö, siehst du, die kochen doch. So passt doch. Die kochen doch. Er läuft da mitten drüber über die Kochplatten, das passt schon. Right. 23 von 36 Gefangenen, 524 pro Tag. Alles. Oh, die Danger. Danger Level kommt höher. 8 Prisoners kommen auch wieder in 12 Stunden. Alles soweit im Griff. Nur Geld fehlt so ein bisschen. Habe ich denn noch einen Grant? Nee, gar nichts mehr. Ich kann mir auch keine Geld-Finanzspritze mehr geben. Okay, ist Essenszeit. Essenszeit! Oh, ist der Anwalt. Nein. Er ist noch ein bisschen verwundet. So, die sollten alles zu essen kriegen eigentlich. Hier unten der neue Zellenblock. Oder die Erweiterung des Zellenblocks kommt auch noch. Was schon. Absolutisieren möchte reichen für 600 hinlassen, wenn alle Zellen voll sind. Ich weiß es nicht. Aber die haben das schon im Griff. Die haben Knüppel. Die haben Knüppel. 36 Gefangene mit 2 Wärtern regeln. Okay. Das ist natürlich krass. Okay. Also ich hätte Angst in dem Knast dann. Genau. Genau. Okay. Ich muss mal ganz schnell auf Toilette. Jungs, ich bin sofort wieder da. Jungs und Mädels, natürlich. Bis gleich. Pipi, pipi. So, wieder da, inklusive Hände waschen. So, weiter geht's. Ah, genau, Pyro, dankeschön. Genau, wenn ihr online euch Games kaufen wollt, könnt ihr es auch bei beim Gubi Game Fan Shop machen. Alright, okay, die nächsten Prisoner kommen auch gleich. Ich muss mal wieder Beschleunigung anmachen hier. Da ist schon wieder einer released worden. Wir brauchen mehr Gefangene, wir brauchen Kohle. 9 Dollar ist nicht unbedingt was, was man auf dem Konto haben sollte, wenn man ein Gefängnis zu managen hat hier. Und hier ist das dreckig wie die Sau in der Küche. Gamefanshop bin ich. Hab's nicht vergessen. Kupi pinkelt schon auf dem Weg, genau, auf dem Flur. Voll hin. So. Es läuft mir ja alles ein bisschen. Was ist denn hier los? Das habe ich doch schon gelesen. Es läuft mir ein bisschen alles zu sehr nach Plan. Das kann nicht sein, dass die alle zu. Oh, Geld! Es gab ein bisschen Geld. Ein bisschen zumindest nur. Was habe ich denn davon bezahlt gerade? Reparaturen oder was? Ich glaube ja. Irgendwas macht er hier gerade. Hier, irgendwas habe ich doch hier. Bench. Achso, Bänke. Mal gucken. Pulika-Flaschen. Okay. Okay. Ich habe so eine kleine Wanne unter dem PC. Von einem ja, die Gamer wieder in die Scheiße. Nee, habe ich nicht. Was ist da los gewesen, Victor? Nee, das wäre natürlich auch cool, ne? Wenn ein paar mit Knarren rumlaufen oder so, MRIs. Kostet immer noch 17 Euro. Okay. Also, das Angebot zählt noch, oder was, Masakris? Natürlich cool.
Sehr gut, Bark. Sehr gut. Also ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Das macht gut Bock.